Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Kochen mit Reza. Heute habe ich hier frische Erdbeeren, Bio. Und mache ich für euch ein orientalisches Gericht, ohne Fleisch, als vegetarisch. Und Zutaten brauche ich 1 bis 2 Limetten, einige große Zwiebel gewürfelt, rot am besten. Dann habe ich eine Knolle geriebene Ingwer, die mit groß gerieben eigentlich. Und dann brauche ich 3 Esslöffel Zucker, 150 Gramm Mandel und Gewürze wie 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Schwarzkümmel, 20 Stück Kardamom, 4 Stück Nelken. Dann habe ich 4 Teelöffel Rosenblätter getrocknet und alles mache ich zum Pulver. Natürlich brauchen wir Öl, Salz und Pfeffer wie immer. Ich habe hier Tomatenmark, das ist, wenn man möchte, wegen Farbe kann man etwas reintun. Sonst könnt ihr weglassen. Ich habe Kardamom von Kapsel befreit und jetzt alle Gewürze geht in einen Mixer und wird zum Pulver gemacht. Das ist sehr, sehr leckere Mischung. In einem Topf gebe ich so ungefähr 4 Esslöffel Öl, egal welche, außer Olivenöl, könnt ihr alles benutzen. Und solange die Öl erhitzt wird, mache ich meine Erdbeeren. Erdbeeren sauber, nehme ich die hintere Teile weg und den Rest bleibt. Okay, jetzt ist die Zeit, dass ich Zwiebel reinwerfe. Und einfach glasig andunsten. Die kann ich gleichzeitig auch geriebene Ingwer reingeben. Und mache ich auch ein bisschen von dem Tomatenmark rein. Bekommt schöne Farbe, unsere Soße, und das liebe ich das. Ja. Das ist gut, muss nicht braun werden. Gebe ich jetzt 2 Esslöffel von diesen gemahlenen Gewürze. Jetzt schon duftet die ganze Küche und jetzt Hälfte Erdbeeren gleichzeitig gebe ich rein und die Hälfte lasse ich später grob kann in die Soße kommen. Gebe ich 1 Liter Wasser rein und lasse ich kochen. Die Mandel von braune Schale zu befreien, habe ich in einem Film gezeigt. Ich mache richtig heiße Wasser auf den Mandeln. Nach 5 Minuten die Schalen gehen weg und man kann richtig schön ohne Schale. Und jetzt mit Püriergewürz einfach. Muss nicht ganz, weil das kommt noch sowieso Erdbeeren rein. Probiere ich mit einem Teelöffel Salz und schmecke ich, wenn dann braucht mehr, sonst ist okay. Jetzt gebe ich die beiden Limetten rein und das ist Bio, deswegen kann ich ruhig benutzen, kein Problem. Und dann versuche ich mit Hälfte Saft von den meinen Limetten klarkommen, okay. Die Mandel schon da drin, Salz habe ich auch. Und jetzt zum Schluss kommen die Erdbeeren nochmal rein und lasse ich nur 1 bis 2 Minuten, das reicht. Dann ist die leckere Erdbeersoße und duftet hier Wahnsinn und sehr lecker. Oh, Entschuldigung, habe ich vergessen, 3 Esslöffel Zucker kommt da auch rein. Dann ist nicht säuerlich, bisschen süß, sauer. Sehr lecker. Also das war unsere Horste tut Farangia oder dem Erdbeerengerichte, die Gulasch oder Eintopf mit Reis mit dem gerösteten Walnuss. Und ich hoffe, das hat euch gefallen.
Bitte unterstützt mich mit Like und Abonnement in meiner Seite. Bis nächste Mal, alles Gute und Liebe, eure Reza. Thank you.